Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Gebiet säubern, aktiviere den Sammelpunkt. Stufe 5 Quest. Wollen wir mal gucken, was uns hier gleich alles so Schönes erwartet. Wir nehmen mal ganz kurz den Schraubendreher hier rein. Die Autos bauen wir ab. Das sind noch die ganzen Magazine, die wir lesen können, die wir aus den Kisten haben. Eigentlich eine Zeitschrift. Boah, dafür geht mir aber echt nicht viel, ne? Buch, bei Roboter geschützter Munition hast du es satt, dass eine gesamte Munition angepasst an den Gegner verschwindet. Der kleinere wie Buch. Wie Butter Rezept, Hightech Munition, Panzer, okay. Okay, haben wir alles Roboter. Sperre, Sprengstoff. Magnum Einschüchtern, bist du satt von schmierigen Männern abgezockt zu werden? Jawoll! Das hätte ich mal vorher lesen sollen. Ärgerlich, ärgerlich. Ich habe nämlich vorher die Händlertour gemacht, ne? Bei drei Händlern war ich nur. Hab da mal geguckt, was es da alles so Schönes gibt, aber nichts Besonderes. Und habe halt unsere Sachen verkauft. Da gab es halt ordentlich Peseten. Wir haben jetzt insgesamt 40.000 Cubes. Irgendwie sowas in den Dreh und 10.000 habe ich mir mal gedacht, haben wir bei unserem Mädel im Inventar, wenn wir mal ja bei der Quest irgendwo so, dann machen wir die Autos natürlich schnell noch mal irgendwo ein Dings finden, wo wir ein bisschen einkaufen können. Ein Automaten, so, jetzt haben wir es. Automaten, den wir dann da ein bisschen was kaufen können. Dann haben wir ein paar Dukes dabei, ne? Ja, und ansonsten, ich halt aus den Automaten noch ein paar Sachen gekauft. Einmal diesen Händlerbonbon, ein paar Mal dieses Getränk für Händlerquatsch. Dann, wo bist du, Mäuschen? Hier noch einmal dieses hier für mehr Energie, da können wir gleich mal einen von nehmen. So, da haben wir hier Antibiotikum, ein paar Schmerzmittel und so weiter und so fort. Ne? Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie es ausschaut, nachdem das hier jetzt neu gemacht worden ist. So, wenn das hier Stopp ist, nehmen wir es mit. Jawohl. Was haben wir gelernt in der Staffel? Stoff kann man nicht noch haben, ne? Definitiv nicht. Wobei, wir sind ja eigentlich relativ schnell vorangekommen. Es fühlt sich zumindest irgendwie so ein bisschen bescheiden an. Aber es liegt daran, dass wir halt aber von vorne angefangen haben, ne? Dadurch ist das irgendwie so ein bisschen falsch. Tag 30 und wir sind schon so weit. Das fühlt sich irgendwie alles ein bisschen falsch an. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Ne? Die ist verschlossen, die ist verschlossen. So viel auseinanderbauen wollen wir jetzt gar nicht eigentlich. Ich befürchte sonst nämlich, dass wir es nicht schaffen mit der Quest. Na, zu hoch gewesen, Kollege, oder? Da kommt er. So, hier sowas zum Beispiel, ne? Großvaters Elixier. Könnten wir jetzt kaufen. Aber ich weiß gar nicht. Wie viel wir davon wirklich brauchen. Ich glaube 5 oder 6 Stück haben wir mittlerweile noch zu Hause jetzt. Aber wir können uns ja gleich mal ein Elixier davon gönnen. So. Warum denn nicht? Wenn wir es haben, können wir es auch mal ein bisschen nutzen. Ne, Mäuschen, dich wollte ich hätte ich gar nicht. Ich wollte eine Kaffeeautomaten. Ja, weil looten wollen wir ja trotzdem reingucken. Also das war die kaputte.
Aha. In Cafeteria, Innenhof. Okay. Ich hab's gesehen. Hier rein. Muss nicht immer vor die Nase rumlaufen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Geil. Geiles Feeling, ey. Kommst du dahin, geht die Tür auf, ey. Ich dachte jetzt eben gerade, was passiert denn jetzt, ey? Mies. Du musst sterben, Junge. Boah, das war geil. Das hängt gerade hinter mir, ne? Ja, mega, mega, mega nice. Geil gemacht. Richtig geil gemacht, wie das Tor da hochging, ne? Da habe ich jetzt echt schon gedacht, meine Güte, ey. Alter Falter. Richtig geil. Richtig geil. Eine Nachtquest gibt es davon auch. Oha. Farbe drückt die echt schlecht, muss ich sagen. Naja, das was wir eigentlich gleich lesen können, können wir jetzt eigentlich gleich lesen. Bei ein paar stoppen wir uns den Platz nicht, ne? Das schmeißen wir raus, das brauchen wir ja auch nicht. Das hier können wir zerlegen. Sehr schön, so weiter jetzt. Okay. Sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr nice. Aber ehrlich gesagt, die hier jetzt nicht so hergehen. Ne? Die hat ja dann ordentlich Power hier, die Kollegin. Ne? Mit 120 Schuss kommt da schon was. Ne? Bullet, lass es. Sorry. Hey! Lass es. Sorry, Leute. Aber so ist es halt, ne? Real life. Gehört leider auch dazu. So, wir sind jetzt hier zwar gerade irgendwie unterwegs, aber weiß gerade noch nicht wohin, ne? Mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig gemacht, ist das war hier. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber wir gucken hier rein. Ist meistens so, ne? Machen wir gleich klein, das andere nehmen wir mit. Nachher zur Not schmeißen wir Stein raus und so. Zement würde ich zur Not auch nachher rausschmeißen. Okay, ich habe hier, glaube ich, empfohlen. Ne, da habe ich wieder diese Leiter. Wenn ich, dann kann es ja noch hier lang gehen. Das so geil, dann machst du die Tür auf. Oder kommen sie da angerannt, ne? Du spuckst hier nicht, Kollege. Ach ja, wir haben hier mittlerweile auch 36 Schuss drin. 32 Schuss. Militärhelm. Ah, haben wir immer noch nicht gemacht. Weil das Tape gefehlt hat. Und die Militärstiefel, das Rezept dafür. Wir sind hier noch mit Alteigenrüstung drin, oder?
Nee, doch nicht, okay. Oh, beruhigt. Stimmt, noch keine 5er, ne? Da ist zu. Zum Beispiel jetzt meine Blitzen trifft, ich bin nicht zu schnell, ne? Kuckuck kommt. Ja, ist okay, Mäuschen, aber ich habe das schon gekriegt, bevor du das gesagt hast, ne? Also wir müssen mal so ein bisschen an die Kommunikation arbeiten. Verstanden, Mäuschen? Bisschen schneller mitarbeiten, ne? Nicht, wenn ich schon 3 von 5 tot habe. Das ist nicht so toll. So, das ist verschlossen. Verschlossen. Was ich sage, nicht so gebrochen habe. Aber das ist bei 7 Days, ne? 7 Days versuchen überall zu gucken, wo man gucken kann. Früher ging's, konnte man da auch mal lang irgendwie so. Gesundheitsbalken, das interessiert mich jetzt nicht. Heimtückisch Kätzchen interessiert uns auch nicht. Atom-Junkie, Schädelbrecher. Dauert nicht mehr lange, der Kneipe, der Knüppel auch raus. Ne? So. Schon lang hier. Keine Leiter. Das hier deaktiviert hat, ist auch komisch. Oh, so viel mal zu Knüppel, ne? Benutzen wir mal wieder den alten Freund. Apropos alte Freund, Knüppel. Nein, wir haben keine Skillpunkte. Okay. Komisch, ne? Immer wenn ich die Aufnahme starte, ist die Nase. Schon recht merkwürdig. Aber stimmt, wir können auch mal wieder so ein bisschen mit dem Knüppel spielen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Pumpe raus. Alleine nur schon für den Kopf, ne? Da brauchen wir was Handfestes. Qualität 3 Handwickel. Es gibt da schön Papier und Plastik. Das Kunststoff, ne? Ja, ich bin gerade artig. Ich baue nicht ab, ne? Ich will das nochmal kurz festhalten. Hallo? Okay. Die Schnelle da, als ich bei gewesen wäre, hätte ich die mit dem Knöpfel weggemacht, ne? Aber die waren mir ja ein bisschen zu fix unterwegs. Oh, wo kommt ihr denn her? Jetzt her. Puh. Mal kurz die Panik gemerkt, oder? Oh, ganz cool. Oh, wo kommen die denn so mal her? Pfeile, Alter, was sollen die mit Pfeile jetzt mal ernsthaft, ey? Die sind
sind da durch die Tür gekommen, ne? Höchstwahrscheinlich. Oh yes. Wie schon gesagt, dann können wir dann da hinten an dem einen Dingen den Hammer ändern. Schmutziges Wasser. Schön aus dem Pissbecken. Jedenfalls sind die Moment aus dem Klo, ne? Ist ja nicht das Pissbecken. Na egal. Du klopfst da oben noch rum. Sie verlaufen, Junge, los! Wegfindung kaputt? Verstehe ich jetzt nicht. Nee. So, irgendwann haben wir, glaube ich, noch eine Zeitung wieder gehabt da, ne? Ja, und da eine Schatzkarte. Das sind immer so geile Überraschungen dann, ne? So, das kommt dann auch weg. Die da rüsten, dann nehme ich das mit. Wird schon ziemlich eng, ne? Wird schon ziemlich eng gerade so ein bisschen. Okay. Das nimmt alles mit. Die Kette kann ich wieder nochmal rausschmeißen. Weiter geht's. Da waren wir drin. Hier schnell noch reingeguckt. Kochbot. Können wir klein machen. Jukston. Ich habe nichts gesehen, aber was wir irgendwie abbauen können oder was es richtig wert ist, machen wir das so. Wie lange haben wir schon? Ja, wir müssen ein bisschen sputen, ne? Dass die Folge nicht so lang wird. Ein kleiner Schwein, oder? Mal ernsthaft, da hätte doch nun wirklich jeder reingeguckt, oder? Ich überlege ganz kurz, ob wir zum Auto gehen. Bevor wir jetzt noch weiter hochgehen. Noch ein Generator. Wo ist denn unser Auto? In der Wand am Ende, ne? Aber macht, glaube ich, Sinn, ne? Okay. Ich gehe mal ganz kurz zum Auto und hol euch gleich wieder rein. So, da sind wir auch wieder hier oben. Ganz viel hat alles reingerotzt und dann sind wir auch wieder da. Ging ziemlich schnell. Dann machen wir hier weiter, ne? Vielleicht hätte ich das Ganze nicht so stämmig machen sollen. Ich denke mal. Hier kann man vielleicht auch die Vollautomatik mit reinmachen, ne? Kann man hier schön den Finger drauf lassen. Wir müssen nicht drücken. Haben wir noch Platz? Nein, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir das so lassen. Dann muss das so bleiben. Da gucken wir natürlich rein. Nein, komm, wir gehen weiter. Wir looten jetzt ganz normal noch. Das können wir lesen, das können wir lesen, das kommt mit. Okay, erstmal die eine Seite nacheinander, ne? Rein nacheinander. Hier gibt es nichts. Das ist Sand. Sand im Mülleimer. Eine komische Firma. Das will ich euch mal gesagt haben hier. Chef, hier irgendwas drin. Kartoffelsamen. Okay. Ich weiß, was du alles in deiner Freizeit machst, aber Stühle, hier gibt es auch nichts zu holen. Was hast du schön gemacht? Ein bisschen Eisen, ne? Okay, auch das wollen wir nicht. Irgendwas Schönes hier zu holen, auch nicht. Einmal schmutziges Wasser. Ankommen der Hunde. Bereite dich auf den Tisch.
das Menü geöffnet war, ne? Von wo ich geguckt habe. Okay. Was war das Mondschein? Ja, komm schon. Dann lasse ich hier jetzt auch nochmal Elixier. Aber das ist jetzt eigentlich egal, aber hier Pelz drin, den hätte ich gern. Ich gebe mir mal ganz kurz die Jux. Da, Pelz drin. Den kaufen wir, den können wir ruhig kaufen. Eckers kaufen wir auch, weil zwar mal wieder ich eine Tour machen muss mit zerlegen. Oh, bitte, komm, gib mir den, drauf geschissen. Den kann sie mir auch geben, egal. Hab ich den jetzt genommen oder nicht? Und wir müssen das Essen noch was trinken. Das sehe ich gerade. Ich gebe dir mal beide, von beiden was rein nochmal. So. So. Sehr schön, weiter geht's. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Okay, jetzt sind wir hier. Da ist manchmal so ein bisschen schwierig mit dem Weg finden. Ne? Ich werde überlegen, ob ich lieber aufkloppe. Mal ganz kurz gucken, was dahinter ist. Okay. Das ist ja nicht unser Weg. Ich habe so ein. Put. Also Munition haben wir genug, darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ne? Darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Einzige Sorge, die ich habe, ist, dass wir das vielleicht zeitlich hier echt eine lange Folge wird. Noch. Generator. Alter Verwalter. Das so mega hier mit diesen komischen Dingern dann hier. Oh, Lungs, lass mich raus. Geile Sache, ey. Okay. Und in den Popo. Schon hat so die Beine weggerissen, ne? Aber egal. Entriegelt. Meine Sensoren haben etwas erfasst. Muss ich mal nachladen. Das nehmen wir ruhig mit. Oh. Krippenbecken. Gibt ja auch ein bisschen Money, ne? Money. Ja, dann geht's hier weiter. Ja, dann kommt hier. Anstellen. Nicht abhauen, Jungs. Ihr dürft nicht vergessen, ich brauche auch noch für die Quest dann, ne? Nicht abhauen. Wir müssen nämlich das Gebiet säubern, ne? Ne, komm, lass das schnell lösen. Kontrollieren nur die Pappkartons und... Dies
verschlossen. Also. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo lang müssen. Was hantieren die hier mit Farbe rum? Ja, ich glaube, ich weiß, wo sie lang müssen. Finde. Oh. Kam der denn her? Wie kann ich hier behilflich sein? Noch gar nicht, muss ich. Traue mich noch gerade jetzt so wie da mein. Mein Säckele rankomme. Verschlossen, okay. Jetzt ist die Frage. Da hoch? Hä? Hier waren wir doch jetzt schon. Der richtige Weg. Aber hier müssen wir halt auch lang, ne? Okay. Das weg, das raus. Dann kann es ja noch hier lang sein. Oder? Spatzel raus. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Boah. Durch allen dreien hindurch, ne? Wäre ich mal gespannt hier, ne? Ich habe schon lange keine Pinsel mehr gemacht, diese Endwelle, ne? Da bin ich dann echt mal gespannt drauf, Leute. Aber bis jetzt macht's mal wieder richtig, richtig Laune. Okay, mir wird hier die ganze Zeit noch einer rot angezeigt oben, ne? War da. Aber der scheint nicht da zu sein. Der liegt irgendwo, macht Urlaub oder so. Und regelt. Dann lad mal nach, Kollege. Wundert mich jetzt aber eigentlich bin ich, was das betrifft, immer sehr gewissenhaft, was Nachladen betrifft. Meister, wir sind nicht allein. Yeah! Scheiß auf den Beutel. Da bin ich jetzt aber ganz egal. Scheiß auf den Beutel. Okay, den Gashahn kann ich nicht benutzen. Ich muss irgendwas knattern gehen. Nee, doch nicht. Das kommt davon, wenn man so schnell ist, ne? So schnell überall reinstratzelt, Alter. Ah, der hätte die Schelle aber verdient gehabt eigentlich, ne? Noch ein Generator, Alter.
Alter, ey. Wie bin ich denn da rausgekommen? Das müssen wir, glaube ich, auch machen. Dann so eine 5er Generator-Quest oder so. So, und jetzt? Ich habe den Knopf gefunden. Da ist er versteckt. Jo. Schön, geil gemacht, geil. Ich finde, das ist gerade richtig, richtig geil gemacht. Immer wieder so Vorfälle, wenn du irgendwie was machst, ey, das ist mal richtig mega nice. Dass dann irgendwo dadurch dann irgendwas getriggert wird. Finde ich mal richtig, richtig gut. Zehner Abkürzung oder was ist das? Nö. So, noch mal gucken, wie die Aussicht ist. Okay, dann geht's weiter. Ne, von da sind wir nicht rum, ne? Ne. Oh, wei, oh, wei. Ja, okay, geht nur in die andere Richtung. Geil, Bock. Absolut geil, Alter. Waren wir eben nicht irgendwo hier gegenüber oder so? Ankommende Feinde, bereite dich auf Kontakt. Oh! Da hätte ich mich doch nicht reinstellen sollen, ne? Ich glaube, ein bisschen erschrocken, die Lady. Die Lady hat mich ein bisschen erschrocken. Verschlossen. Absolut mega, Alter. Wir sind gleich 40 Minuten unterwegs. Warum das jetzt? Warum ist das jetzt passiert? Muss ja irgendeinen Grund haben. Falls einer weiß, wieso, weshalb und da gucken gegangen ist, kann er ja mal Bescheid sagen. Alles klar, Kollege. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass mit einem Schlag so ein Vogel weg ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, leider Vogel abgebrochen, okay. Okay, der geht nicht hoch. Dann geht's hier weiter. Verschlossen. Ja, gut. Wir sind nicht allein. Das habe ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen vermutet. Sorry, Digga. Sorry. Ich war eigentlich gerade der Meinung, ich hätte den Weg gesehen, aber das hier sieht jetzt gerade schon wieder so ein bisschen anders aus. Mal schnell durchlucken. Ich muss einen kleinen Kopf verlieren, Alter. Mach du
vom Militär denn hier drin, ne? Hm? Schießt da. Na ja, gut. Shotgun hier ziehen, ne? Wollte ich mal gerade, was da gerade gesagt habe. Was macht der vom Militär hier drin? Schießübungen, Kollege. Schießübungen. Aber dann müssen wir dann immer zurückgehen. Weil dann, so wie es gerade ausgesehen hat, geht's da vorne ja hoch, ne? Dann kann das hier nicht der Weg sein, ne? Hier hoch. Nee, kann auch nicht. Okay. Frage beseitigt, ne? Ganz einfach. Ganz einfach, klipp und klar. Aber ich hab dich hier dann gesehen. Bisschen Müll. Ja, hätte ich mir jetzt einen Munitionskoffer gefreut, oder? Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter hoch. 30 Schuss. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich glaube, man sieht es auch. Hast du ein bisschen berechtigt. Wo kommst du her? Wieso kommen die auf einmal von hinten? Miese Fische. Hä? Führung hier auch kaputt oder was? Aber jetzt kann ich den wegmachen, weil ich schon unten bin. Ich hab schon gerade gedacht, warum ich den vergessen habe. Oh, jetzt habe ich ihn. Oh, oh. Das sind gerade irgendwo klar. Verschlossen. Verschlossen, aber ich denke mal, hier können wir aufmachen. Das werden wir dann wahrscheinlich gleich machen. Okay, also müssen wir da auch nochmal zurückgehen und rüberspringen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir von hier aus da hinkommen. Aber das ist nicht der Fall. Da. Ich habe mir gerade erst gedacht, die kommen von hier, aber. So. Okay, vielleicht müssen wir alle weggehen. Yes. Ich bin nur so froh, dass wir die Schrotze haben hier. Ich glaube, ohne die Schrotze wäre das nicht so angenehm. Ich glaube, ohne die Schrotze wäre das alles nicht so angenehm. Kleinigkeit essen. Sehe ich gerade, unsere Werte sind nicht so prickelnd. Dann kannst du raus, du kannst raus, du kannst raus. Dich machen wir klein. Den machen wir auch klein. Stoff. Weiter geht's.
jetzt eigentlich überhaupt noch? Hier, das brauchen wir auch nicht. Das haben die so geil gemacht. Ich finde das echt mega. Ja, Leute, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir müssten gleich da sein. Es müsste gleich Feierabend sein. Oh, ja. Ach, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, die Hortenbest ist fertig. Die Hortenbest ist fertig. Das heißt, was wir damit brauchen, sind die Darts. Sonst ist alles fertig. Ah. Das ist die Lootkrake, ne? Das ist der Loot für mich. Da irgendwas aufgeht, drückt er automatisch auf R. Dann lootet er das. Das ist furchtbar, der Kerl. Wir leben weg. Das brauchen wir auch nicht. Wo sind denn die Steine jetzt? Kohle. Nitrat. Das weg. Eisen kriegen wir immer wieder. Ich habe doch eben gerade Stein gelootet. Da sind sie. Aber den haben wir lieber schon noch. Ich hab's gesehen, aber nicht als gut bekannt erkannt. Also früher hatte man mal. Oh ne, das ist mir zu heftig. Ne, ich lasse es jetzt. Da konnte man da auch Glück haben, dass da was drin war. Ne? Verschlossen. Und durch den Arm nehmen. Mäuschen, du hast Honig dabei. Komm mal runter. Weiter geht's. Okay, gut. Gut, dann mal einmal im Kreis laufen. Leute. Langsam ist gut, Alter. Jawohl, gleich haben wir es geschafft. Nee, oder? Oh! Schweinegrüßer. Ist das schon der ganz
trotzdem Loot. Ich sehe die alle nicht, ne? Die Geier könnten vertragen auch mehr ab, ne? Mittlerweile als wie. Glaube ich, da ein Hund runtergeflogen, kann das sein? Warum bin ich denn in die Hocke gegangen? Das war noch nicht der komplette Loot. Ah, ah. Ja, den einen, den werde ich dann noch suchen gehen müssen, ne? Solchen Geschichten, da kommen die dann immer, ne? Schön klamm, leise, heimlich. Hier geht die Party ab, ey, ab in den Süden. Sag mal, wollt ihr mir jetzt auf den Arm nehmen oder was? Jetzt kommt hier noch eine Mama. Ich bin gerade die Geier ganz böse auf den Sack. Einfach mal drauf halten jetzt hier. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder neu beiwertet sind. Oder ob das da gerade sinkt. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Ja, Biohazard ist vorbei. Okay. Jetzt geht's los. Ich habe auf jeden Fall mit. Das kommt mir auf jeden Fall weg. Kaffee ist auch weg. Oh! Mäuschen! Warum hast du so ein Damage gekriegt? Das tut mir aber leid, ey. Oh. Hier können wir einfach nur eins lesen. So. So, hier ist der Loot, ne? Hier ist der Hauptloot. Ja. Puh. 224 bringt das Ding nur. Nägel, die können wir uns selber machen.
So, was sind dann? Gib mir mal bitte einmal davon und einmal davon. Und dann werde ich dann gleich noch die guten Freunde da unten suchen dürfen. Die letzten beiden da. Die da irgendwie keine Lust haben. Schöne Reisklinge. Komm, gönn dir einen Kaffee, Kollege. Für einen Kaffee machen wir hier in diesem Aufstand. Stopp, hier ist Werkzeugkasten. Da willst du Dings hier. Zack. Da, 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 da. Ja, dann werden wir gleich, da gleich noch die Dings suchen, aber denk mal. Ich würde jetzt gerne noch die Quest zusammen abnehmen. Ne? Oha. Ist das denn ein Paket mit Komponenten, die zu den ankommenden Gegner zu erkennen? Okay. Dann wollen wir mal gucken. Dann machen wir hier jetzt. Das ist mal weg. Dann nimmst du das und dann lesen wir die XP einfach das hier. So, und jetzt gucken wir mal, ob unser Freund hier vielleicht wieder zu uns gekommen ist. Das ist sehr nett von dir. Aber wir sind dann noch nicht fertig. Gut, egal, nehmen wir jetzt einfach so hin, ne? Dann irgendwo hier unten. Ich springe jetzt einfach hier rein, noch weiter unten. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt schnell noch fertig. So gut, wenn wir da runter gucken. Das habe ich vorher, aber ich das übersehen. Zurück zum Händler. Völlig übersehen, das Ding. Nee, das brauchen wir wirklich nicht. Das sind Gäste, da gucken wir natürlich noch rein. Reifen. Brauchen wir nicht. Ah, die gelbe Farbe, die hätte ich jetzt gern. Ganz ehrlich. Hier, Schießpulver weg. Die gelbe Farbe nehmen wir mit. Geht durch hier. Gut, Abmarsch. Ja, gute Stunde bist du unterwegs hier, ne? Also eine Stunde brauchst du. So passt dich drum rum. Wenn man es langsam macht, ne? Da hat noch eine. Stimmt, wir haben mal die Dinge rumgeballert. Wundert mich eigentlich, dass hier noch keiner aufgetaucht ist. Ja, ja. Vielleicht, ja, der müsst dann mitkommen zum Händler, wenn er jetzt mitspielen wollt.
Söderle. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so weit hinterherlaufen, oder? Oh, wir werden sehen. Auch sehr interessant. So. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, und hier mache ich schon, was er jetzt rausrückt. Nicht zu voll zu quatschen. Automatische Schrotflinte Stufe 6. Jawohl, jetzt geht's los, ne? Kettensäge Stufe 6. Aber wir brauchen hierfür, glaube ich, noch eine Strahlungsmod. Nein. Dafür brauchen wir noch eine Strahlungsmod. Okay, genau. So, wir nehmen natürlich die. Und dann nehmen wir die Strahlungsmod. Scheiß auf die Kettensäge. Sehr schön, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Einwandfrei. So, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Mal gucken, vielleicht ein, zwei Game-Tage später. Gucken wir mal und dann schauen wir mal, was wir denn als nächstes anstellen. Das Problem ist halt immer, wir können halt nicht immer jetzt so 50 Minuten Folgen machen. Ne? Wir haben jetzt fast, ja, 50 Minuten. Okay, nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.